habe ich gesagt, hallo zur Realität heute am 12. September 2021. Das erste Wochenende nach dem Urlaub hier. Das heißt, wir haben ja jetzt hier die Schulferien beendet und jetzt geht es für die Menschen natürlich auch wieder an die Arbeit, die natürlich Arbeit haben. Und da haben wir schon die erste Nachricht. Die Armut nimmt hier auf den Kanaren zu. Die Nachrichten gibt es dann an einer schönen Stelle, ganz in Ruhe. Jetzt könnt ihr euch mal überzeugen, wie es hier aussieht. Jetzt ist ja die Saison für die Ausländer angelaufen. Das heißt, September, Oktober, da kommen die meisten Überwinterer oder Langzeittouristen, wie man sie ja auch nennt. So, und dass ihr seht, was euch hier erwartet, ganz einfach das reale Leben hier an der Strandpromenade mit Blick auf unseren Leuchtturm. So, und wenn ich ab und zu mal unterbreche, natürlich dann aus Respekt vor der Privatsphäre der Menschen. Und es geht ja dann auch immer weiter. Also jetzt seht ihr mal, was hier los ist am Nachmittag hier am Strand. Kurz vor unserem Leuchtturm. Auf der anderen Seite hier das Restaurant El Senador und unser Hotel Faro, was noch nicht eröffnet ist. Ja, und hier kann man auch von der anderen Seite, natürlich vom Oasis, von dem Fußweg in das Restaurant reingehen und natürlich hier von der Strandseite. Hier unsere Baustelle, da tut sich nicht viel, auch unter der Woche nicht. Die sind am Arbeiten, aber mehr oder weniger, würde ich sagen. Ja, hier steht oft die rote Fahne, heute überhaupt keine Wellenbewegung, also ideale Bedingungen hier zum Baden. Und immer noch alles ebenerdig, das heißt, bis auf einer kleinen Unterbrechung, die man aber umgehen kann, kann man hier wunderbar laufen. So, hier vom schönsten Platz hier in Maspalomas sage ich jetzt, da gibt es dann die Nachrichten in Schlagzeilen. Nochmals, wer die Nachrichten lesen möchte, der muss auf die Beschreibung klicken. Denn in der Beschreibung sind die Quellenlinks. Den anklicken, die Schlagzeile suchen und lesen. Aber die Beschreibung anklicken, da findet man dann den Link. Ein Messerangriff gab es in einer Bank in Vecindario. Der Täter wurde festgenommen. Ein Sportler hat einen Hitzeschlag bekommen. Er wurde gerettet in den Bergen. Die Armut hier auf den Kanaren nimmt zu, das habe ich schon erwähnt. Minderjährige Immigranten müssen verlegt werden, heißt es jetzt. Dann gibt es leider auch viele Selbstmorde auf den Kanarischen Inseln und dann hat man jetzt einen Leitfaden gegen dieses traurige Schicksal herausgebracht. Dann wurde ein Seemann gerettet am Hafen oder im Hafen von Las Palmas. Die Ölflecken auf Teneriffa sind immer noch unbekannt. Man hat den Verursacher noch nicht rausgefunden. Mehrere Feuer durch die Hitze, die wieder angefacht worden sind, sozusagen. Ja, und auf Teneriffa wurden illegale Behausungen dem Erdboden gleichgemacht und die Gegend desinfiziert. Das ist schon mehrere Jahre bekannt und man hat das jetzt in die Tat umgesetzt. Und schaut, hier oben, da könnt ihr auch hingehen und euch das hier besonders schön alles ansehen. Am Leuchtturm, auf der Terrasse in der sozusagen zweiten oder dritten Etage. Kostet nichts, kein Eintritt, kann man unten im Laden auch ein paar Sachen noch kaufen, wenn man möchte. Apropos kaufen, wer möchte, kann auch ein Bild kaufen von unserem Künstler Victor, dem Kanarischen, dem es gesundheitlich nicht so gut geht und ihn auch damit auch unterstützen. Das ist natürlich auch ein Punkt. Und ja, die Bilder kosten ab 40 Euro, sogar gerahmt und sind kleine Meisterwerke. Nicht nur schön, original, auch noch günstig. Also am Freitag, wer möchte, hier an dieser Stelle, der kann da kommen und um 16 Uhr und die ansehen und eventuell auch kaufen.
So, ihr seht hier das normale Leben, was der Steg hier, der gebaute, dieses Podest auf sich hat. Da gibt es Wassersportereignisse und dafür hat man das gebaut. Wir werden darüber berichten natürlich. Ja, und schaut euch hier die Leute an, alles ruhig. Keine Hektik, kein Stress, die wollen alle nur ein bisschen Normalität haben. Ja, auch unsere holländischen Freunde, die haben gesagt, die gehen jeden Tag hier zu irgendeiner bestimmten Zeit dann hier in das Café de Paris, setzen sich hier vorne hin und trinken Kaffee oder ein Wasser und genießen das. Das ist ein tägliches Ritual und ich glaube, das ist nicht das Schlechteste. So schaut es hier aus, das ist die Realität hier am Strand, von wegen Pinowellen, die hohen Wellen, die wir, oder die höheren Wellen, die wir erwarten, die lassen noch auf sich warten. Die Wassersportler sind ein bisschen traurig. Ja, und da kommt mal ein bisschen Farbe ins Bild. Ja, schöner sitzen kann man doch kaum, oder? Ja, und da wieder unser Starbucks-Café. Davor das Restaurant Churrasco, also das ist kein Hotel oder Hotel-Restaurant, da kann jeder zum Essen hingehen. Hier ist es wunderschön. Der Blick und auch das Essen ist auch gut. So, und hier der Pool, aber ich gehe jetzt nicht nach oben. Die Menschen, die da im Pool sind, die wollen ihre Ruhe haben. Ja, und die Ladenbesitzer werden auch froh sein, dass dieses Café jetzt eröffnet hat. So, also der kleine Kaffee hier, der kleinste kostet 3,50 Euro hier. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt und den gibt es dann im Pappbecher. Aber ich sehe hier auch natürlich Keramiktassen. Ja, da war eben auch ein Kommentar, dass Starbucks ja nicht teurer ist wie in Deutschland. Das glaube ich. Die werden überall wohl mehr oder weniger die gleichen Preise haben. Aber zum Beispiel für 2,20 Euro einen Kaffee, der mindestens genauso groß ist an der Bar im Garten vom Costa Meloneras mit Live-Musik, Show und Unterhaltung, kann man auch nichts dagegen sagen. So, und so viel zum Fußgänger- und Fahrradweg. Also es interessiert hier überhaupt keinen, wer hier wo fährt oder läuft. Es ist für beide da. Wenn es nicht ausdrücklich verboten ist, darf man hier sowohl als auch. So, und ich habe natürlich hier wieder Bekannte getroffen aus dem Juli letzten Jahres. Ja, mittlerweile sind die Menschen schon 2-3 Mal hier, klar. Die haben einmal die Erfahrung gemacht und kommen natürlich dann auch wieder. Die wohnen im Gran Canaria, im Hotel Gran Canaria hier, Meloneras. Ja, das ist schon eine sehr gute Adresse hier. Zum Strand sind es ein paar Minuten, also wer hier unterkommt, muss wissen, der Strand ist vor der Tür, aber zum Laufen jetzt dann 10 Minuten. Und dann hat man den schönsten Sandstrand. Und ich werde jetzt auch ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen für Behinderte oder sagen wir mal für die Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, ein bisschen Informationen reinzubringen. Denn es ist wirklich gar nicht so einfach, das Richtige zu finden. So, und hier wird es natürlich auch schon weniger. Hier geht es Richtung Via del Conde zum Hotel.
aber alles immer noch gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Hier ist der pure Luxus, jeder hat seinen eigenen kleinen Poolabschnitt. Und die gehen natürlich auch nicht so viel raus, die sowas haben, die haben ja das extra gebucht. So, und hier gefällt es mir natürlich auch sehr gut, denn hier ist weniger los, man muss nicht so aufpassen. Man hat gute frische Luft, man ist in Bewegung. So, und hier das Rio Gran Canaria. 4 Sterne. Ja, und man sieht ja an den Aufrufen, an dem Interesse der Videos, wenn ich jetzt in die Berge fahre. Natürlich sind viele Menschen begeistert, aber die Realität, die Menschen wollen sehen, wie geht es hier zu, was ist hier los. Wie sieht es aus, wenn ich in einer Woche, in einem Monat komme? Wir machen natürlich auch wieder Ausflüge. Und danke nochmal an Ralf für die wunderschönen Drohnenbilder, die ich von ihm bekommen habe. Recht herzlichen Dank. So, und hier am Friedensdenkmal unser Musiker. Ich glaube nicht, dass ich da Urheberrechtsprobleme kriege. Der spielt nämlich nicht so, dass man es erkennen kann. So, hier geht der Weg jetzt vorbei, der renovierte. Und da kam die Frage, auf wann wird das andere Stück renoviert, kann ich euch nicht sagen. Den Verantwortlichen, den habe ich gesprochen, der hierfür zuständig ist und der sagt, wir machen ab hier bis nach vorne, aber von hier bis zum Leuchtturm weiß er nicht. Also keine Information darüber. So, und ich werde jetzt hier die Realität beenden, denn ich mache jetzt mal ganz was anderes. Ich versuche nochmal ein Live zu machen. Das passt, ich muss in die andere Richtung. Und es sind heute mit Sicherheit einige Menschen auch daheim. So, und wenn ihr das gesehen habt, dann ist das Live natürlich schon wieder vorbei. Ich sage bis morgen, hasta luego, bis bald, macht's gut und liebe Grüße von Gran Canaria.